Ich check nicht. So, ich check's nicht. Ich muss explizit Quick Travel auswählen. Anstatt dass ich einfach auf der Map das direkt auswählen kann. Es sind halt so kleine Sachen einfach, wo ich mir so denke, why? Wie kommt man da nicht drauf? Halt genauso in dem Menü, dass du erst das Obermenü auswählen musst und dann das Untermenü auswählen kannst, anstatt dass es einfach direkt ausgewählt ist und du mit den Schultertasten hin und her skippst oder so. Oder einfach nach links und rechts drückst. Das ist halt so, so kleiner Minischeiß, der ist halt an sich nicht schlimm, aber der wird halt irgendwann super nervig, Mann. Ist halt genau der gleiche Kram wie bei Animal Crossing, dass du immer nur so eine Sache kaufen kannst. Oder 5. Aber halt nicht irgendwie 6 oder 3 oder 20, so. Ey, das hier ist hundertprozentig eine Stage aus Unleashed. Hier erinnere ich mich dran, in diesem komischen Swing, der da gerade kam. Hä? Was? Okay. Keine Ahnung, wie ich das gerade noch gerettet habe. Oh mein Gott, ich habe sogar den S-Rang bekommen. Voll gut. Ah. Ich glaube, die PlayStation 4 auf jeden Fall hat nur Sonic Frontiers und Sonic Forces. Und du kannst die halt alle stressfrei. Also ich würde sagen, das hier ist tatsächlich so das stressfreiste Sonic, was du spielen kannst. Ich meine, du musst halt nicht mal alle Ziele in diesen Leveln machen anscheinend, um voranzukommen. Ich mache das jetzt einfach nur, weil ich sowieso immer fast alles habe. Daher kann ich... Was war das? Ich fähr mal nur hier hin. Hier ist das Ding. Wenn du ein Sonic-Fangame machen möchtest, musst du halt auch gut in Sonic-Spielen sein. Ansonsten... Verstehst du ja gar nicht die Designphilosophie, die hinter den Spielen steckt. Daher. Ich muss ja durchaus versuchen, so ein bisschen die Spiele zu verstehen und zu verinnerlichen und so, you know? Das Problem ist, dass ich gerade nicht wirklich verinnerliche, wo zur Hölle die roten Dudes sind. Die roten Münzen. Okay, mir fehlt nur noch eine. Weiß Gott, wo die ist. Ansonsten passiert Sonic Omens. Ich habe tatsächlich keine Ahnung von der Sonic-Fangame-Gemeinde. Ich habe nur auch gehört, dass Sonic Omens halt richtig schlecht sein soll, aber ich weiß nicht warum. Schade. Ah, das hätte noch klappen können, glaube ich.
So, warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt hier lang schwinge und dann das einsammle, aber dann da dran schwinge und dann einfach hier lang gehe? Okay, was auch immer das war. Hä, ich check nicht, wo der Ring ist. Bis später, Man of One. Ich habe von Sonic nur den ersten Film gesehen, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Ich muss mir irgendwann mal diesen Sonic OVA angucken, der 1993 oder so rauskam. Ich glaube, der ist ganz cute. So mit Sonic CD zusammen war das, glaube ich. Ja, mir fehlt nur irgendwie ein Ring kurz vorm Ende irgendwo. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Okay, das war's nicht. Hey Timo, was geht ab? So, mir fehlt der Ring, der hier nachkommt. Aber weiß Gott, wo der ist, Mann. Da ist der! What the fuck, Alter? Okay, auf zum Ziel. Ah, yo, wow, okay, man kann nicht übers Ziel hinausschießen. Ja, du musst Sonic schon ein bisschen hassen, wenn du sagst, dass du Sonic eigentlich cool findest. So, du musst so ein bisschen Selbsthass haben, um diese Spiele ernsthaft richtig gut zu finden. Okay. Hey Zephyr, was geht ab? Wie geht es dir, Amy? Ich meine, wie fühlt man sich als Geist? Ich fühle mich gar nicht so anders, seit mein Kopf wieder frei ist. Ich schätze, ich fühle mich, losgelöst? Bist du schon mal im Traum geflogen? Als wärst du leichter als Luft? So fühlt es sich für mich an. Ich wünschte nur, ich könnte landen und wieder ganz sein. Halte durch, Amy. Mir fällt schon was ein. Okay, der Scherz ist jetzt natürlich, können wir auch noch Amy komplett resurrecten, wenn wir jetzt ihr alle Dingsies geben? Warte mal, das können wir jetzt auch noch ausprobieren. Weißt du, jetzt haben wir so viel gemacht. Das können wir jetzt auch noch machen, Mann. Wieso ist Amy ein Geist? Amy ist digitalisiert. Keiner weiß so wirklich warum, aber sometimes it do be like this.
Timo, danke für 7 Euro. Ich habe die Schuhe schon, aber ich weiß nicht, wie ich sie ausrüste. Spät, schlaflos, müde, normaler Abend. Ah, hate it. Oh Gott. Ey, warte mal, da vorne ist sie. Ja, boom! Nice. Hä? Ich dachte, sie steht hier irgendwo. Warum lügt mich die Map an? Oh ja, in der Open World ist nichts. Die ist halt... Also es gibt diese Mini-Challenges, aber ansonsten ist hier nichts. Also Mini-Challenges und Gegner. Ansonsten ist hier aber nichts. So, keine Ahnung, vielleicht kann ich die auch im Hauptmenü auswählen. Wir können ja gerade mal speichern und, Vielleicht muss ich da irgendwas machen? Das kann ja auch sein. Extras. Oh. Handschuhe und Schuhe Abenteurer. Okay, was ist das denn? Ja, es ist open und es ist eine World. Oh mein fucking Gott, wie hässlich ist das bitte? Holy shit. Why? Sonic, what the fuck? Das sieht richtig weird aus. Lass das einfach nicht machen so. Yes! Schon besser. Und schon haben wir die richtig guten Schuhe. Live and learn! Da 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 da. Live and learn! Da 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 da. Ich habe leider die Lyrics vergessen. Es ist ungefähr 20 Jahre her, dass ich Sonic 2 gespielt habe. Also Adventure 2. So, ich glaube, wir sind relativ gut dabei, oder? Was sagt denn mein... Okay, die Map sagt gar nichts, tatsächlich. Uns fehlen noch 2 Emeralds. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt den Dude hier holen. Ey, das Kampfsystem ist irgendwie übelster Scheiß-Jank, aber irgendwie macht es ein bisschen Spaß. Ah! Ich wette, das ist geiler, wenn man da oben hinkommt. Warte. Ah, holy shit. So. Sind wir ein bisschen vorsichtiger hier? Ja, ihr habt halt einfach das Glück, dass ich God of War einfach super langweilig finde.
und tatsächlich mehr Spaß mit diesem Spiel habe als mit God of War. Was geht? Wir dissen God of War und spielen lieber Sonic. Oh Junge, komm schon. Geht doch. Oh sick, One-Hit-Kill einfach, bis auf einen Dude. Wow, okay, cool. Nice, wir haben es geschafft. Voll nice. Nice, richtig nice. Von allen Dingen, die nice sind, ist das hier schon ziemlich nice, muss ich sagen. Nice. Okay, holen wir uns mal den Dude hier. Beautiful. Ich erweitere den Radius meiner Kontrolle, kann aber bis jetzt nur wenige Relikte der Ahnen steuern. Löblich. Aber erstmal möchte ich aus dieser digitalen Dimension raus. Ich habe 1.700.050 Simulationen durchgeführt. Keine zeigte einen sicheren Weg aus dem Cyberspace. Inakzeptabel. Such weiter. Das hat oberste Priorität. Aber... deine Sicherheit ist oberste Priorität. Wow. Irgendwo war. Also ja, ich höre sie auch, dass sie noch irgendwo sind. Ah, hier. So, ich glaube, ich habe alle, ne? Ah, okay. Tada! Sehr schön. Die Open World ist halt einfach so ein kleiner Sonic Theme Park tatsächlich. So müsst ihr euch das, glaube ich, vorstellen. So, ihr rennt hier halt drüber, macht die kleinen Challenges und dann schaltet ihr diese Rails frei und damit könnt ihr dann einfach so super krass posen die ganze Zeit und einfach... mehr oder weniger geskillt über diese ganze Welt grinden und einfach so voll Fun dabei haben, wie er einfach super schnell von A nach B gelangt. Ich schätze, das ist halt so das, was man mit dieser ganzen Geschichte hier erreichen wollte. Warte. Oh, sick. Ich höre was, aber ich... ach, hier. Ach so, okay. Ich verstehe, was sich jemand wollten. Aber ja, ihr müsst das halt so ein bisschen, wie gesagt, vorstellen, als ob das so ein kleiner Sonic-Theme-Park wäre, in dem man halt einfach im Grunde genommen machen kann, was man möchte. Oh, fuck. Das Ding ist halt, je mehr Challenges du halt machst, desto mehr Rails schaltest du frei, desto mehr kannst du halt auf dieser Insel erkunden und Geheimnisse finden. Wie zum Beispiel jetzt das hier. Ich wusste halt nicht, dass das hier existiert, aber ich find's ziemlich cool. Yeah.
So, wir können mal ein bisschen fischen gehen, bevor wir gleich den ganzen Kram hier beenden. Weil das auch einfach, das hier ist mal wieder spektakulär. Hey Sonic, willkommen zurück. Ich spiel's auf der PS5. Willst du es versuchen? Ich leih dir eine... Ich leih dir eine Angel. Los geht's. Also ich habe jetzt auf einer Insel, zumindest in dem Terrain, in dem ich durch die Gegend rennen kann, relativ viel freigeschaltet. Du musst dann aber halt auch lernen, wo welche Rail hinführt tatsächlich. Yay! Ey, du angelst hier nur Quatsch! Ich meine, cool, aber... Was hier für stranger Kram einfach in diesem kleinen Teich schwimmt. Vielleicht ziehst du einfach so einen scheiß Wal irgendwie raus. So viel zum Thema keine Dosen, Alter. Ein Platin-Goldfisch. Warum nicht direkt ein Platinfisch? Dinge, die keiner jemals verstehen wird. Was da für Trash drin ist, Mann. Also, du kannst ja zumindest im Extra-Menü verschiedene Sachen auswählen. Also, hoffe ich mal. Es wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn du noch so weitere Sachen dingsen könntest. Halt so Sonic Color Style, dass du halt so deine Aura ändern kannst und, keine Ahnung, deine Farbe. Ich weiß gerade nicht mehr, was du bei Sonic Colors alles auswählen konntest, aber du konntest da Sonic ja auch voll customizen. Ja, ist halt echt so, ist ein einziger Easter Egg Teich hier. Halt. Ah. Okay, komm, einen machen wir noch. Willst du es versuchen? Ich leih dir eine Angel. Okay. Sollen wir ein paar davon kaufen noch? So. Ich hätte noch mehr Kokos kaufen können, ne? Hätte ich meinen Speed mal auffüllen können, aber was soll's. Willst du es versuchen? Nee. Ich leih dir eine. Danke, wir sind ready. Jetzt kann ich mich aufpowern, aber einfach Stärke 50 oder so. Und, mal gucken. Schauen wir mal, was dann noch kommt.
Wäre halt ein bisschen funny, wenn wir den Koko-Einsiedler, den Koko-Einsiedler, den Eggman einfach angeln könnten. Okay, Dude, come on. Ja. Ach, wir sind schon da. Oh mein Gott, es ging voll schnell. Wir erhöhen mal die Ringkapazität. Ich bin schon relativ schnell, glaube ich. Mit Stufe 4. Ich bin halt, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach richtig dumm und blind, aber ich sehe halt nicht, wie viele Dudes ich habe, dass ich mich hier aufleveln kann und wie viel das kostet und überhaupt. Macht mich ein bisschen fertig, aber was soll's. Wo ist ein anderer Typ? Hier. Cool. Ich sollte weiter. Hä, scheiß auf God of War. Übelstes Boar-Game, Alter. Weißt du, über das Spiel kannst du dich wenigstens lustig machen. Bei God of War ist einfach nur so, So. Dann düsen wir mal rüber. Doch, Amy ist hier. Geh nicht so weit voraus. Vielleicht sollten wir den Rest jetzt ihm überlassen. Wir müssen weiter dranbleiben. Tails ist immer noch verschwunden. Und wir machen Umwege und schlagen uns mit Kindern rum. Sollen wir etwa jemanden, der Hilfe braucht, einfach im Stich lassen? Ja. Aber ich mache mir Sorgen um dich. In dieser Halbdimension bist du keine Hilfe. Na gut. Dann beeil dich und rette mich, damit wir Tails finden können. Klingt alles sehr einfach. Bin mir unsicher, ob ich das Spiel mag. Also ich find's jetzt nicht super schlecht, aber ich find's jetzt auch nicht brutalst geil, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist halt irgendwie so ein netter Time-Waste da gerade. Und so über die Map laufen ist halt relativ funny und so die ganzen Wege finden ist relativ funny und so die ganzen Level spielen ist relativ funny, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe mir noch keine feste Meinung zu der ganzen Sache gebildet. Ich habe auf jeden Fall Spaß gerade, daher kann ich mich nicht beschweren. Sind Chaos-Menschen.
Was geht mit den ganzen Spielen, die einfach übelst depressed sind, so? Erst kommt Bayonetta 3, wo ständig alles stirbt und traurig ist. Jetzt haben wir das hier, wo einfach direkt am Anfang wir ständig sehen, wie irgendwelche Dudes sterben, so. Ich glaube, die Gaming-Industrie ist ein bisschen depressiv drauf, so. Sie haben sich gefunden, kurz vor dem Ende. Jetzt sind sie zusammen. Nimm dir kurz Zeit. Ich geh schon mal weiter. Bro, what? Holy shit. Oh, sie kann keine Blumen pflücken. Hey, denkst du immer noch an die Coco? Ja, und an mehr. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber ich habe eine Liebe gesehen, die die Zeit überdauerte. Ich glaube an diese Kraft. Wenn das hier vorbei ist, will ich diese Liebe mit der Welt teilen. Selbst wenn uns das trennen würde. Du wirst das wunderbar machen. Und erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Los geht's. Was ist, Amy? Schau, war die Region vorhin nicht gesperrt? Ich glaube, du kannst jetzt interagieren. Ich glaube, manche davon kannst du drehen. Vielleicht ist es wie bei den anderen Rätseln und sie zeigen mir den Weg zum Titanen. Ein Versuch ist es wert. Mal sehen, welche Richtung stimmt. Sieht aus wie ein Muster auf dem Boden. Oh nee. Fuck off, Alter. Oh nee, ey. Bin ich gar nicht für, was hier gerade passiert. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, dass wir jetzt random einfach alles in irgendwelche Richtung drehen. Und einfach aufs Beste hoffen. Was ist das Ziel? Du siehst ja auf dem Boden, dass da so eine Markierung sind und du musst die Laser in die richtigen Richtungen drehen. Zum Beispiel den unteren musst du halt jetzt so drehen. Und dann musst du den anderen drehen, dass der halt so läuft. Und jetzt muss der da oben halt nach unten zeigen, einfach nur. Also der muss halt jetzt so sein. Dass es halt ein Muster ergibt. Und nun, nicht unbedingt das Einfachste, glaube ich.
Oh hey, wir haben es geschafft. Toll. Ich kann es kaum glauben, dass wir es fast durchgespielt haben. Ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht weiter. Ist er da? Hm. Vielleicht finde ich ihn unterwegs. Wir haben alles, oder? Nicht, dass ich jetzt gehe und ich habe hier noch irgendwas vergessen. Was ist hier hinten? Auf dieser mysteriösen kleinen Insel hier. Nee, mir fehlt ja nämlich noch eins. Nein, das ist noch länger. Ich glaube, das sind 5 Inseln. Und wir haben jetzt gleich die erste erst abgeschlossen. Kannst du so leicht aus dem Cyberspace zurückkehren? Weiß nicht. Ich bin eben einfach der Hecht. Genau. Aber ich wette, du verstehst mehr davon. Ich teile keine Daten mit dem Feind. Vielleicht ist dein Überleben purer Zufall. Du kannst nicht immer entkommen. Danke für die Aufmunterung. Ich mache jedenfalls weiter, bis ich weiß, wie ich Amy retten kann. Egal, ob das alles eine große Falle ist oder wie viele komische Roboter du mir entgegenschickst. Nichts wird mich aufhalten. Verlass dich drauf. Oh, kapier ich nicht. Ich dachte gerade so, eigentlich macht das Sinn. Aber dann dachte ich mir so, hä? Nee, eigentlich macht das gar keinen Sinn. It actually makes no sense. Okay, wenn mich jetzt auch wieder... Oh mein Gott. Hübsch. Ist das hier ein Sonic Adventure 2 Remake-Dingsbums? Gott, ich liebe die Steuerung, die ist richtig gut. Gibt mir mega Sonic Adventure 2 Vibes, Mann. Hä, aber total. Okay, 1,25 kriege ich hin. Erinnert ein bisschen an Radical Highway. Finde ich gar nicht. Vom Aufbau her gibt mir das super Sonic Adventure 2. Ich weiß noch nicht warum, aber so, keine Ahnung. So wie das Level voranschreitet irgendwie. Oh, sick. Genau das wollte ich erreichen. Genau das war das, wo ich hin wollte. Warte.
Ach, warte, ich hab's mit. Genau, mit. Irgendwas hab ich verwechselt. Mit dieser Stadtdings aus Sonic Adventure 1. Es gibt mir halt irgendwie vom Aufbau her super Sonic Adventure 2 erstes Level. Halt direkt nach der ganzen Rail Grind Sektion. Oh, ist das dein scheiß Ernst? Holy shit. So. Müsste man zum Vergleich nochmal spielen, ne? Das wäre fucking witzig, wenn ich das machen würde. Aber lass einfach mal nicht machen. Ich habe keine Zeit jetzt. Wenn ich noch ein Spiel anfange, rösten mich die Leute auf YouTube richtig hart, weil ich immer noch Last of Us und Zelda durchspielen muss. Oh, warte, das wollte ich gar nicht. Weil hier, das habe ich ja vorhin aktiviert, ne? Theoretisch. Komme ich da irgendwie rüber? Ja, erneut versuchen wollen wir. Wie kommt man da hin? Okay. Übelst witzig. Oh, das ist funny. Das ist cool. Mein erster Eindruck ist bisher, dass es ein ganz spaßiges Spiel ist. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es nicht wirklich spaßig bleibt, sondern dass es so nach zwei Inseln, wo du halt das hier machst, so ein bisschen eintönig werden könnte. So, jetzt durch die Frage, wie komme ich da hoch? Mich an die Wasserfälle von Mystic Ruins. Seht ihr, das Spiel ist einfach Canon mit Sonic Adventure. Ihr wolltet mir nicht glauben. Ihr habt alle gesagt, Mu, es ist unmöglich, dass dieses Spiel was mit Sonic sonst was zu tun hat. Und ich bin hier, um euch zu zeigen, dass jedes Sonic-Spiel einfach ein Sequel vom anderen ist, auch von der Story her. Tada!
klettere auf Gigantos Kopf und verwandle dich in Supersonic. Okay, ich werde mein Bestes versuchen. Warte. Shit. Okay, ich dachte, das würde irgendwie ein bisschen besser klappen. Dann halt nicht, dann halt so. Oh Gott. Holy shit, was geht da ab? Ach, wie praktisch. Oh mein Gott, los geht's! Super Sonic nimmt keinen Schaden, aber im Laufe des Kampfes verliert er Ringe. Ach, deswegen müssen wir die Ringe upgraden. Yo, hau raus, Junge! Holy shit, hau doch nicht raus! What the fuck, ich hab nicht mal gesehen, dass er angreift! Kann ich mir eine Kamera drehen? Ich treff ihn nicht! Also es ist kein Quicktime, den du machen musst. Es ist so eine Special Attack, die du freischaltest. Und die kannst du halt einsetzen, wenn du willst, aber musst du halt nicht. Oh, es ist einfach eine Godzilla-Anspielung. Shin Godzilla in the house. Oh Gott. Ah, sehr gut. Uiuiui! Wir haben es geschafft! Das war cool! Oh mein Gott! Also tatsächlich muss ich sagen, dass das Spiel seine Framerate relativ gut hält. Oh damn, was? Der nächste Feind wartet auf der Insel des Sands. Stimmt, du sagtest Titanen vorhin. Plural. Wie sie läuft! Verflixt. Ich muss wohl erst alle großen Bots erledigen. Tut mir leid, Amy. Es klappt. Ich fühle mich wieder wie früher. Mach weiter und lass mich nicht warten. Ich bin schneller zurück, als du Karten legen kannst. Bis dann!
Okay, wir haben tatsächlich 5 Inseln. Voll cool. Alles gut. Einfach hätte ich das auch gar nicht gewollt. Okay, dann würde ich sagen, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um hier den Break zu machen, damit wir hier morgen weitermachen können. Es ist schon spät, muss langsam auch ins Bett und ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich machen muss. Daher danke ich hier für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen zeigen. Und ich hoffe, ich sehe euch morgen gegen Abend wieder, so wieder 18, 19 Uhr rum, schätze ich mal. Wird sich langsam einpendeln. Und ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht.